war das nicht. Exactly, you don't. Let's go. Oder auch nicht. Skelette. Skelette. Skelette? Wo ist eure Haut? Wo ist die ganze Haut? Oh. Wo ist die ganze Haut? Das nicht sehen. Gegessen. Ja, natürlich. What else? Okay, damit kann ich vielleicht die Tür aufbrechen. Nice, komm, move your butt, Junge. Uff. Hallo. Dann brech halt nicht die Tür damit auf, das hätte ich jetzt gemacht. Oh, holy smokes. Not funny. Okay, zurück. Und dann? Ah. Sozusagen, internes Memorandum, again. Ah ja. Internes Memo an Essen-Offizier Fischer. Sir, Sie wollten über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen, ohne Erfolg. 1.10 Uhr, 1.20 Uhr, 30, 40, 50. Und dann? Bis um 1.40 Uhr konnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich wieder bis 3 Uhr wieder melden. Nein, doch wieder melden. Private Cooper. Ja gut, Private Cooper ist dead as shit, wenn er das ist, der daneben dran liegt. Scheiße! Echt jetzt? Moin. Nicht angreifen. Das wäre nice. Du bist hier der mit dem Schraubenschlüssel, ne? Ja, hör auf damit. Das wissen wir schon vom Anfang. Ich mach nichts. Ich konnte mich nicht mehr entscheiden. Okay, tschüss. Na, bye. Weniger Drogen nehmen. Ach cool. Heute ist Alex, Julia, Frachtraum 1, 2.52 Uhr, 21. Juni. Dann sind wir ja wieder zusammen jetzt. Ja. Ey, ich hab Schuhe gefunden. Ja. Stop Hammer Time. What the fuck? Ich glaube, wir trinken. Oh. Oh. Game over. Hä? What? Was ist passiert? I don't know. It's hammer time. Ah ja. Look at him go.
What? Hey. Hey. Ja, aber so funktioniert das nicht. Also, er sieht bei mir gerade aus wie ein Zombie. Nur so. Ja, bei mir nicht. Ja, dachte ich mir. Aber das ist geil, ja? Das finde ich gut gemacht. Da, deswegen hat man wahrscheinlich auch am Anfang die Sequenz gehabt, dass man sagt, ey, du hast mich erschossen, du Arschloch. Oder dann, auch nicht, genau. Schieben alle Hallos hier, du musst aufpassen, wie du abstichst. Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch da, dieser Typ. Na. Moin. Putzen. Komm schon! Stech ihn ab statt einer Halluzination. Wenn möglich, stech ihn ab. Okay. Obwohl, okay, die Sequenz ist vorbei. Keine Ahnung. Vergiss, was ich gesagt habe. Obwohl das nicht normal ist, wie er da rumläuft, oder? 3 Uhr 11. Er hat ein Messer in der Hand. Ich würde mich da schon verteidigen, mir egal wie er aussieht. Ja, okay. Und Olsen war ja eh das Arschloch aus der Franzosentruppe. What the fuck? Oh, Quicktap Events. Ja. Rennen? Immer schön rennen. Nie verstecken. Toll, wir haben es getrennt. Das Verstecken ist immer der falsche Move. Hast du keinen Horrorfilm mehr? Da stand Rennen bei mir. Lol. Moin. Okay. Siehst du auch gerade eine Treppe? Nee. Jetzt, ja. What the fuck? Oh. Oh mein Gott, vielleicht ist er weg? Bestimmt. Ja. Yalla. Lass mich raus. Aber wir sind draußen. Jetzt hören die Hallos gleich auf. Ja, ich bin's. Und jetzt los. Himmel! Hier ist es nicht sicher. Jo, hast du das Geschütz da oben links gerade gesehen? Nee. Ah. Toxic, das kam zu spät übrigens. Toxic, da müssen wir aufhören. Sind wir sicher? Ich glaube. Ja, ich glaube, wir sind hier sicher. In dem kleinen Kapuff. Ich glaube, wir sind hier sicher. Keine Tür. Okay. Ich glaube, wir sind hier sicher. Keine Tür, gar nichts. Hier sind wir sicher. Ah, the Grandmaster Bob. Oh, hallo.
Hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Einer sagt ja, einer sagt nein. Nun, hier ist ein Hinweis für kooperationsfaule Menschen. Es könnte sich lohnen, die Dinge mit anderen Augen zu sehen. Man erhält dann eine völlig neue Perspektive. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges, dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Magic! Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Weitermachen! Alex Außendeck, 3.32 Uhr. Void ist Julia. Was zum Teufel war da mit dir los? Brad, du bist ausgeflippt. Voll heftig. Du wolltest mich töten. Was sagst du? Komm schon. Nein, im Ernst. Das ist lächerlich. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe... Da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall. Sie waren tot. Doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex, war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Weiß. Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia. Ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Der ganze Scheiß gehört jetzt mir. Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Mandschurei-Gold ist in Wahrheit kein Gold. Es ist eine Chemikalie, die den ganzen Frachtraum 2 kontaminiert. Da waren Sicherheitshinweise. Es waren Anweisungen für den Umgang mit Chemikalien, die Herzrasen verursachen. Hm. Da war ein Typ, der starb am Herzinfarkt. Ganz plötzlich. Ohne Grund. Was denkt ihr, ist wirklich auf dem Schiff passiert? Kein Plan, Mann. Die Zeitung war von 1947. Was? Hier geht irgendwas Übernatürliches vor. Was verdammt Übernatürliches. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Zum Geschütz. Überhaupt noch Strom? Nach 50 Jahren.